Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Freunde, heute gibt es mal wieder eine kleine Reaction. Ich bin zwar ein bisschen spät mit dem Video, und zwar geht es heute um Moji mal wieder, und zwar um Season 3. Er hat ja da seine neuen Neon-Hoodies vorgestellt. Ich habe das Video schon mal kurz gesehen, geht auch nicht lang, es geht 1 Minute 41, deswegen wird mein Video heute auch nicht so lang gehen. Wir schauen uns das trotzdem nochmal zusammen an. Was wollte ich sagen? Genau, das Video ist ja schon etwas älter, wir können ja nochmal kurz schauen. Er hat es am 24.11.2019 hochgeladen, das heißt, ja, ein paar Tage sind vergangen auf jeden Fall. Ich wollte es trotzdem nochmal mit euch anschauen, weil das letzte Reaction-Video, was ich über Moji gedreht habe, von Season 2, kam ja unfassbar gut bei euch an. Deswegen würde ich sagen, Freunde, wir schauen uns noch Season 3 an. Ich denke mal, ihr habt es schon gesehen. Wenn nicht, habt ihr jetzt die Ehre, dieses Video mit mir zusammen anzuschauen. Ich würde sagen, Kopfhörer auf, wir starten, wir schauen uns das Video von ihm an. Vorab, wie gesagt, ich habe es ganz kurz gesehen. Ich fand die Hoodies zwar geil, aber das Video jetzt nicht so geil wie Season 2. Ihr könnt ja selber mal beurteilen. Einfach mal unten in die Kommentare was schreiben. Wir starten. Let's go. Die schmeckt richtig, Mann. Die sieht so geil aus, allein mit der Farbe. Und das passt einfach perfekt jetzt hier. Ich glaube, der ist in dieser Shisha-Bar. Das hat er mal auf Instagram gepostet, dass er irgendwie in der Shisha-Bar immer ist. Und dass da irgendwie ein fettes Video kommt. Und das war jetzt Season 3. Ja, genau. Okay. Erstmal ein Kuss auf die Hand. Okay. Geil, Mann. Allein ich feiere zum Beispiel diese kleinen Details. Habt ihr das gesehen? Hier. Diese Details. Es ist unfassbar viel Arbeit. Ich habe das auch mal ausprobiert. Habe mir dazu auch mal ein Video angeschaut, wie das gemacht wird. Absolut heftig. Also es ist zwar eine kurze Sequenz, aber das muss man halt von Frame zu Frame irgendwie zusammenbasteln. Also ist schon ein bisschen komplizierter. Sieht schon geil aus. Da hat er ihn an. Kann man mal machen. Mit dem Bike einfach mal durch die Shisha-Bar fahren. Müsst ihr auch mal machen. Oh, geil. Also der Cutter, richtig geil. Und was ich hier gerade sehe, seht ihr diesen Bommel hier unten? Ich glaube, das ist ein Mikrofon für den Auspuff, dass er den Auspuff-Sound gut hinbekommt. Ja. Oh, sieht die geil aus. Die Leute, die mir auf Instagram schon länger folgen, wissen ja, ich hatte damals auch eine Suzuki. Zwar jetzt nicht die, Moment, wo haben wir's? Die Gixxer, also die Sportversion. Ich hatte die GSR, das ist das Naked Bike davon. War echt ein super geiles Bike. Ich bin auch schon mal die Gixxer, also die GSXR. Ich glaube, die 600 hat er. Bin ich auch schon mal Probe gefahren. Ist geil, aber ist gar nicht meins. Also ich feiere zwar Supersportler, die sehen mega geil aus, aber wenn man mal so vom Naked Bike zum Supersportler wechselt, es sind einfach Welten. Geil. Geil. Hat der jetzt drei Hoodies untereinander an oder wie? Weil hier hatte er gerade noch seinen gelben. Wenn wir jetzt mal schauen. Hier hat er noch seinen gelben an und zieht den orangenen drüber. Nice.
Die Mucke ist perfekt. Nice. Ja, das war schon, Leute. War ja ein kurzes Video von ihm. Ich fand's echt geil. Aber Season 2 hat mir viel, viel besser gefallen. Obwohl ich sagen muss, Season 2... Können wir nochmal kurz schauen. Er hat ja auf Instagram und in seinen Videos gesagt, bei 500.000 Abos haut er einen Rap raus. So, ich bin echt mal gespannt, wann der kommt. Ich werde natürlich eine Reaction drehen. Das muss sein. Jetzt will ich nur kurz schauen. Alter, der hat Klicks. Das ist echt krank. Also, jedes Video immer über 100.000. Ich gönn's ihm auch wirklich. Der macht echt super geile Videos. Wer nicht kennen sollte, schaut gerne mal bei ihm vorbei. Das ist echt so heftig. Und ich hoffe mal, genau hier ist es, 4 Minuten 17, ist echt ein geiles Video geworden. Also Mochi, Season, ach nee, Schmarrn, sorry Leute, jetzt habe ich euch Müll erzählt. Das war auch Season 3 und jetzt hat er Season 3 Neon Edition, so hieß es, genau. Also nicht Season 3, sondern Season 3 Neon Edition. Ja, was auf jeden Fall geil wäre für nächstes Jahr, weil ich kann ja jetzt gerade kein Motorrad fahren. Wenn ich es irgendwie mal schaffe, mit ihm zusammen einen Dual-Vlog zu machen auf dem Bike. Ich hätte so Bock drauf. Das Problem ist, was ich aber auch verstehen kann, was will er mit einem kleinen YouTuber wie mich? Er trifft sich natürlich lieber mit Leuten, die ein bisschen bekannter sind. Aber vielleicht ergibt sich mal die Chance, weil er wohnt jetzt auch nicht weit weg von mir. Falls Mochi jetzt das Video sehen sollte, du kannst mich auch gerne anschreiben. Ich hätte mega Lust, nächstes Jahr mit dir einen kleinen Dual-Vlog zu starten. Ich würde sagen, Freunde, wir beenden auch schon die Reaction. War jetzt nichts Besonderes, obwohl das Video echt geil geschnitten war. Und der Hoodie ist einfach mega, mega geil. Wenn ich jetzt so ein Hardcore-Mochi-Fan wäre, würde ich mir den Pulli auch holen. Aber nee, noch nicht. Noch nicht. Ich warte auf Caps oder sowas. Da bin ich auf jeden Fall am Start. Aber Hoodies weiß ich nicht. Und er hat auch einen stolzen Preis. Gut, er muss es natürlich alles vermarkten. Er muss natürlich auch einen Teil abgeben an die Firma, die wo die Hoodies herstellen. Aber trotzdem, geile Aktion, geiles Video. Ich würde sagen, Freunde, wenn es euch gefallen hat, gerne wieder einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Video. Leute, und wegen meinem PC, das wird sich noch ein bisschen verzögern. Ich denke noch ungefähr eine Woche. Oder vielleicht die Woche, ich weiß es noch nicht. Ich habe ein Teil bestellt, was mir noch gefehlt hat. Und es hätte schon längst geliefert werden sollen. Hatten Lieferprobleme, war nicht auf Lager, wurde storniert. Ich musste alles wieder neu bestellen, beziehungsweise das eine Teil kommt irgendwann Ende der Woche, Anfang nächster Woche. Dann heißt es zusammenbauen, streamen und dann scheppert's hier ordentlich. In diesem Sinne, Leute, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns, wie gesagt, zum nächsten Video. Haut rein. Bis dann. Und mit dem Bike einfach mal durch die Shisha-Bar fahren.